zum ersten Mal Kochen ohne Beutel. Heute wollen wir mal ein kleines Chili con Carne zubereiten, ohne dabei eine Knorrpackung oder ähnliches aufzureißen. Die Älteren werden sich natürlich fragen, was wir denn da machen. Aber die Jungen kennen das schon gar nicht mehr und darum will ich das heute mal aufzeichnen. Was wir dafür brauchen, ist 2 Paprikaschoten, 3 frische Chilischoten. In der Regel kaufe ich ein ganzes Paket, friere es ein. 1 Zwiebel, 1 Dose Mais, 1 große Dose Kidneybohnen, 500 Gramm Hack, ich nehme nur mal vom Rind, Pfeffer, Salz, 1 Stück Schokolade, da nehme ich die 88%ige, das ist nur wichtig für die Farbe. Und passierte Tomaten. Dann machen wir uns mal an die Arbeit. Zu schäumen, dann sind die schon mal ganz okay. Herd einstellen, erstmal ein bisschen Temperatur drauf, weil wir jetzt die Zwiebeln und das Chili anschwitzen. Ein Schluck Olivenöl unten rein. Wenn das Fett heiß ist, den Chili und die Zwiebeln erstmal rein. Und das Ganze ein wenig andünsten. Zwiebeln kann man natürlich noch lieben und mehr machen. Wenn Zwiebeln und Chili angeschwitzt sind, dann kommen wir zum Mett. Ganz klein bisschen Röstaroma darf nicht mit rein. Ich beginne jetzt immer schon mit der Würzung, also sprich Salz, eine gute Prise. Das wird nachher noch ausgenommen durch die passierten Tomaten. Man muss natürlich auch immer gucken, was man für Salz hat. Also wir haben jetzt hier Lördesil, das ist ein bisschen
milder Pfeffer oben drauf. Nicht zu gölzig. So, mit dem Anbraten sorgen wir dafür, dass dann auch schön der Chili ins Fleisch zieht. Jetzt erstmal dafür sorgen, dass das Fleisch schön durchgart. Ne? Dann geben wir erstmal eine passierte Tomate drauf. Spülen den Behälter nochmal mit ein bisschen Wasser nach. Geben das Ganze runter. So, die zweite Packung. Wieder mit etwas Wasser ausspülen. Bereits jetzt kann man noch mal ein wenig Salz abgeben. Und ein wenig Pfeffer. Dann kommen die Bohnen dazu. Eine Dose Mais natürlich vorher abgießen. Die Paprika packen wir erst etwas später dazu, weil die sonst so sehr zerkocht. So, jetzt gibt es noch ein kleines Stück von der 88%igen Schokolade, das ist nur für die Farbe. Sieht einfach in der schicker aus. Und jetzt lassen wir das Ganze ein bisschen köcheln. Halbes Stündchen. So, dass die Bohnen schön durch sind, geben die Paprika drauf und dann noch abschmecken und das war's. Man kann dann hinterher natürlich noch mit allerhand Sachen nachwürzen, aber so einfach geht ein Chili con Carne. So, jetzt nochmal umrühren. Abschmecken. In unserem Fall fehlt noch etwas Salz. Jetzt die Paprika dazu. Und dann einfach nur noch köcheln lassen.